Herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo zu zweit. Diesmal sind wir mal alleine. Carsten ist mit da. Jawohl. Zum letzten Mal offiziell. Nee, eigentlich gar nicht mehr. Du bist halt gar nicht mehr da eigentlich. Zählst du heute schon als Gast? Na, ich denke, jawohl. Nee, die Trennung ist heute, also. Na, ist eigentlich bis gestern. Ich muss ja nichts mehr machen. Also ich bin nicht mehr da, okay? Der ist nicht mehr da. Ich bin weg. Er ist sozusagen Gast. Genau. Der Carsten. Du bist ein Carsten. Ist geil. Ja, wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, in den Videos von gestern, Carsten und Felix verlassen uns. Aber das heißt jetzt nicht verlassen, wie ihr seid rausgeschmissen oder wir hauen jetzt einfach ab, sondern das ist schon auf Gegenseitigkeit beruht, das Ganze. Oder? Kann ja, man klar. So sagen? Ja, ich. Also ich habe, ja klar, das habe ich bei mir auch so erwähnt. Ja, ich weiß, dass das war eigentlich eine Entscheidung von uns beiden war. Aber ich hab gesagt, dass, also ich habe zumindest nicht so gesagt, wie du es gesagt hast, dass wir nie gesagt haben, dass es hier nicht weitergehen würde. Ja, aber bei Felix klang das vor allen Dingen so. Das klang so wie, als ja, Philipp ist jetzt tot. Wir sind jetzt weg und hier kommt nichts mehr. Das stimmt nicht, ich mache trotzdem hier weiter, ne? Ich konnte die 18 Minuten von Felix irgendwie nicht angucken. Ich habe dann nicht rausgehört, wann da irgendwas ist. Also wenn du es ganz angeguckt hast. Ich habe es ganz angeguckt. Achso, krass. Zum ersten Mal das Gefühl, dass ich ein Video von... Nein, ist egal. ja, wie gesagt, Felix und Carsten machen dann auf Carslix weiter. Interessant auszusprechen immer. Ja, also wir haben Wetten eingegangen übrigens, bevor der Name veröffentlicht wurde von euch. Wir sind alle von Carstix ausgegangen. Achso, ja, nah dran. Ja, sehr nah dran. Ja, wir wussten nicht, was man besser machen soll, weil so die Namen sind da schon mal drin und sonst ein anderes Konzept, ne, das ist schwierig. Richtig, und das ist bei mir genau das Gleiche. Ich glaube, Philips bleibt Philipp, ja, bloß Philips. Ohne Gaming. Ich kann mal gucken, gibt es Carstix schon? Ich dachte, Carstix habe ich schon mal gesehen. Weißt du nicht? Nee, Carstix gibt es auch noch nicht. Naja, falls ihr euch nochmal trennt oder so. So. Warte mal, Carstix. Da sind ja mehr Buchstaben von Carsten drin, ne? Ja, na, ich bin ja auch. Bist du der Chef? Ich bin ja auch, das hat man schon beschlossen. Ah, okay. Ja, ne, wie gesagt, vorbei. Ist jetzt ein Jahr nach Restart, also ein Jahr habt ihr sozusagen bei uns ausgehalten. Und jetzt, oder seid bei mir jetzt noch größer geworden, jetzt könnt ihr auf eigenen Beinen stehen, richtig? Also, gut, wir haben bei dir das erste Mal die 1000 überschritten, also ja. Ja. Obwohl das schon bei dem alten Kanal schon knapp war, aber ja. Also einmal knapp, einmal ganz und jetzt nochmal von alleine versuchen komplett. Genau. Na, mal gucken, das kann noch ein paar Jahre dauern. Also erfahrungsgemäß dauert es 4 Jahre oder so. Ja, genau. Also ich habe da Erfahrung damit. Andere sind ein bisschen schneller gewesen irgendwie. Ja, ich weiß nicht, aber könnt ihr mir vorstellen, dass es ein bisschen schneller geht, weil durch die Erfahrung, die man schon hat, weiß man ganz genau, was gut ankommt, wie man das machen muss, dass das dann vielleicht irgendwie ein bisschen schneller geht, aber ja, mal sehen. Und ihr habt ja eigentlich, ich denke mal, es werden ja welche von mir sozusagen weggehen. Ich werde, denke ich mal, Abonnenten verlieren dadurch. Vermute ich jetzt einfach mal. Die ja dann bei euch theoretisch dazukommen sollten. Ich habe zumindest nicht zum Deabonnieren aufgefordert, also. Nee, das hat der Felix auch nicht gemacht, aber siehst du wohl von euren beiden Seiten, es sollte mit rübergehen. So, ihr könnt, natürlich. Ihr könnt, natürlich. Ich habe nichts, ihr könnt natürlich, wenn der Carsten Felix mögt, habe ich auch nichts dagegen, dann geht. Das ist natürlich klar, ich habe auch nichts dagegen, dann bleibt. Ne? Meine Hardcore-Fans, die haben das schon vor einer Woche mitbekommen. Deine Hardcore-Fans haben das schon, ach, das waren also die 7 Abonnenten, die gleich nach unserer... Ich nehme an, ich weiß es. Nachdem wir es geplant hatten, weg waren plötzlich. Ich nehme an. Das kam mir auch krass vor, dass das gleich so viel war, aber okay. Ja, ich dachte, wie, das ist doch noch nirgends veröffentlicht. Eigentlich sind es ja noch 5. Ich frage mich, wie die 7 zustande kommen, aber okay. Ja, es waren 7, aber es sind mittlerweile wieder da. Entweder habt ihr es wieder zurückgetrieben oder ich weiß es nicht. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht hat mein Summer Car noch ein bisschen was gezogen. Was ist denn da eigentlich gemacht? Hast du es gesehen? 580? Alter, das ist jetzt schon 700 Aufrufe. Hast du mal richtig hingeguckt? Ja. In den letzten 48 Stunden, meine ich. 700 Aufrufe? Was ist denn daran? Ich weiß es nicht, was da... Macht das sonst die andere? Es gibt wenig, halt. Wetten, dass das bestimmt auch auf Carstix weitergeht? Ja, das muss weitergehen. Da weiß er ja, dass das läuft. Vielleicht mache ich es ja auf Philips auch weiter dann. Aber ich mache das real life. Ich besaufe mich wirklich dabei. Mit Facecam dann bei mir. Ja, da musst du noch im Wald fahren irgendwie, sonst ein Waldgrundstück kaufen. Ja, klar, das mache ich. Ich fahre bei uns im Garten.
Mein Sommercar in Real Life. Aber es musste auch im Sommer drehen, ne? Sonst würde das sein. Ah, ich nenne das einfach um in mein Wintercar. Oder mein Oder mein Schneemobil oder Fallcar. so, das kann Mein er dann machen. Schneemobil. Irgendwie so ein Ding von Playmobil. Mein Schneemobil. Ja, richtig. Oh, Also das gleich ist mit Werbung schalten. So. Ach, das ist ja geniale Ideen. geniale Ideen. Glaub mir das nicht, das habe ich jetzt gesagt. Ja. Was Das denkst du, erste. so wie ich es heute in meinem Infovideo gesagt habe, was die Zuschauer eigentlich erst später sehen werden bei mir? Wird sich das bei uns so ein bisschen als Krieg entwickeln? Ich hoffe ja nicht, weil wir kommen noch relativ zurecht, würde ich sagen. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, guck mal, Das war ja, bei Rustix war es ja damals auch so, ich erwähne ihn naja, jetzt aber einfach so mal. Peter oder Moritz hatte ich schon eine Abneigung eher dann. Ja, aber guck mal, ihr habt das schon immer geguckt, ja, ja, wir wollen besser sein als die, wir wollen jetzt Ja, schnell die haben drüben ja, enden. das war ja auch nicht schwer, die hat ja nichts gemacht, ne? Ja, Ja, guck klar, mal, ich würde jetzt machen wir sagen, beide was. Jetzt bin ich interessiert. Ich weiß nicht, wie es wird. Na, ich würde sagen, YouTube ist allgemein so ein Wettstreit und da Natürlich ist es ein Wettstreit. ist das nur egal, ob man Freunde ist oder nicht. Man ist da immer irgendwie im Konkurrenzkampf miteinander. Richtig. Und das Eigentlich war rede ich halt ja dann in schon. Konkurrenz, wenn ich sage, ich mache Planet Coasters auch, ne? Ja. Boah, Aber du meines ich Schwein. weiß zumindest, du baust nicht so wie ich baue. Das ist gut. Ja, richtig. Machst du dann auch wieder Streams? Oder machst du mal wieder Streams? Wie sieht es Ja, eigentlich damit aus bei dir? das weiß ich nicht, wie Jetzt es bei mir im Stream hast du ja wird. freie Auswahl bei dir. Vielleicht Ja. belebst du ja wieder Freitagnacht, Hashtag Freitagnacht wieder. Vielleicht belebe ich Oder? es wieder, ich weiß es nicht. Also streammäßig sieht es bei mir, keine Ahnung. Solange ich nicht da bin, weiß ich es eh immer noch. Und wenn ich da bin, habe ich keine Zeit. Ah, okay. Ihr macht weiter bestimmt Streams, richtig? Ich würde durchaus gerne weiter Streams machen. Mit ETS war auch mal schön. Felix ist ja auch ab und zu mal da. Ja, mal sehen. Mal sehen, das wird sich alles noch Könnt zeigen. ihr überhaupt schon Livestream machen oder ist das für den kleinen Kanal sozusagen? Ja, das geht schon. Achso. Ich musste nochmal noch meine Telefonnummer irgendwie nochmal bestätigen, damit das geht, aber das ist ja kein Ding. Ja, das ist ja bei mir auch die Telefonnummer bestätigt, die Kanäle. Aber ich glaube, wir können da keine Videos planen. Also erst ab irgendeiner bestimmten Abonnentenzahl, oder? 50 oder 100, glaube ich sogar. Ja, also das ist halt problematisch bei uns, weil wir haben das schon so eingeplant, dass wir wieder nach den Zeiten gehen. Und das, wenn man das dann live freischalten muss, ist das Das habe ich schwierig. am Anfang aber auch alles gemacht, live immer. Das erste Jahr lang. Hast du das da auch so geplant, wann das immer kommt? Ich hatte auch eigentlich Zeit gehabt, habe das dann versucht zu den Zeiten raus, aber die Zeiten waren bei mir dann damals immer so 19, 20 Uhr am Anfang gewesen. Ach so. Wo ich sicher war, ich war zu Hause. Und wenn Oh, nicht, Felix hat auch schon was hochgeladen. dann ich habe mit Daniel, der hat ab und zu mal die Videos nur auf öffentlich gestellt. Ich habe nicht schon hingeschrieben und der hat bloß öffentlich gemacht. Da hatten wir uns so abgewechselt immer. Und Kanal, da müsst ihr aber auch noch ändern als URL, ne? Ja, wo macht man das denn eigentlich? Das Das brauchst du habe ich aber auch auch noch erst nicht 50 gefunden. Abonnenten dafür. Ach so, na dann macht man das. Das Also dauert ich noch. sage jetzt mal, abonniert mal Caustics, damit die wenigstens ihre 50 Abonnenten kriegen, ne? Am Anfang gleich und damit die hier schon mal ein bisschen, wenn es nicht so ganz schlimm aussieht. Damit wir mal Videos planen können, Alter. Wie sollten das in der Woche gehen? Na gut, ich habe, glaube ich, wieder später Sendeplätze, von daher passt das. Aber Felix wird bestimmt knapp. Ach du Scheiße. Macht ihr wieder 15 und 19 Uhr? Also wir haben jetzt. Warte. Haben eine ähnliche Tabelle gestaltet. Natürlich nicht genauso wie deine. Ja, ich hab meine wieder komplett neu gemacht jetzt so. Übertragen. So. Und zwar 15, 17 und 19. Na, ich bleibe bei 16 bis 19 Uhr bei 4 Sendeplätzen. Na, wir haben dann noch einen irregulären Sendeplatz eingeführt und wir haben gleich noch mit eingetragen, wenn irgendein Livestream sein soll. Wie hast du das gemacht, dass die erste Zeile überall angezeigt wird? Du kannst oben einfach diese fette Zeile ein Stück runterziehen, die ganz oben ist. Wo fasst denn da an? Na, da, guck mal, warte, ich kann das mal ganz links fasst du da an. Oder? Und dann musst du ganz oben gehen. Aber ich glaube, das kann man nach unserer Aufnahme hier jetzt machen, oder? Ja, okay, das machen wir nach der Okay, Aufnahme. dann, Das wäre auch mal interessant. ja, wie gesagt, also bei Felix und Carsten gibt es dann Sendepläne bei mir auf. Um 16 Uhr gibt es bei mir einen normalen Singleplayer. Um 17 Uhr gibt es Dauerprojekte. Das ist bei mir Transportfieber. 18 Uhr Multiplayer und 19 Uhr was anderes. Genau. Wir haben wieder 15 Uhr Felix, 19 Uhr ich. Und dazwischen Multiplayer und irregulär ab und zu was anderes. Und vielleicht noch ein 20 Uhr Sendeplatz oder so, keine Ne, Ahnung. Mal ich sehen, hab was wir auch noch geplant Projekte zu haben. Nightlife irgendwas. So Nightlife. Horror-Dinger um 22 Uhr nochmal. Das hatte ich ja damals bei uns auch geplant gehabt, wo ich diesen neuen Sendeplan erstellt hatte, wo keiner seinen eigenen Platz hatte.
Da gab es ohne Nightlife-Sendeplatz für solche Horrorspiele. Ah, da war ja das Problem, dass wir halt so viele Überschneidungen hatten mit den gleichen Genre, sag ich mal. Ich habe das auch trotzdem gut eingeplant eigentlich, aber es wurde eigentlich nicht abgelehnt. Ja, ja. Okay. Kannst du jetzt alles machen, was du willst? Das ja, ist jetzt, jetzt habe ich freie Auswahl. Ja, gut. Ich denke, wir haben jetzt hier genug gequatscht und ihr seht also, es ist zwar vorbei, aber wir verstehen es trotzdem noch. Was mich noch interessieren würde, wie machst du das, wenn da spezifische Fragen für unsere Videos kommen, wie beantwortest du die dann? Ich bin schlau, ich beantworte dir. Okay, na dann. Ja, was soll denn da noch spezifisch kommen? Wo hast du den Tender her? Oder was haben wir noch? Heute kein Stream. Ja, heute kein Stream. oder was haben wir hier noch? Wand, an den Wandtender hatte ich gerade gehabt. Na gut, beim Felix brauchst du eh noch liken, der antwortet ja selten. Richtig. Okay, das könnte gehen. Ja. Und was sollen zu deinen Videos jetzt noch kommen? Das wurde mal alles tagesaktuell. Ja, oftmals schon. Da kam ja nochmal zu Factorio, dem Multiplayer-Tutorial immer wieder was, aber dann... Ja, da kommt unmeistens das geht nicht bei mir. Ja, und dann schreibt man nicht genau, was nicht geht. Ach, na, da schreibe ich, was geht, ne, und dann kommt nichts. Das ist doch in Ordnung, ist doch alles geklärt. Ja. Na, bei mir gibt es noch ein wöchentliches Format. Ich mache sonntags immer Philips Woche. Philips Woche? Ja, wo ich immer dann auf die Woche vorschaue. Und, weißt du, was ich jetzt auch einführe? Was auch einstimmig abgelehnt worden ist. Guten Morgen, Philips, gibt es jetzt auch. Auf Facebook und Google Plus. Ja. Machst dann immer deine feinen Videos. Ja. Da wird immer gesagt, was an dem Tag kommt. Weil es gibt nämlich bei mir keinen offiziellen Sendeplan mehr. Er ist abgeschafft. Ja, bei uns wird er auch nicht eingeführt. Wir haben auch erstmal noch keine Social-Plattformen-Seiten, wo wir irgendwas machen. Google Plus? Ja, außer das. Aber das ist ja automatisch mit dabei. Ja, aber es kann man nichts primär, was wir jetzt hätten vorhaben, wo wir da jetzt irgendwas schreiben würden, wollten, tun. So. Na gut. Das wisst ihr Bescheid. Der Link zu dem neuen Kanal steht unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise auf unserem Kanal auch rechts bei Partner. Nee, doch rechts bei Partner verlinkt. Ich habe gerade aus meiner Perspektive geguckt, wenn ich jetzt im Bildschirm sitze, ist es ja links. Aber ich muss ja nach links. Ach, ich zeige ja gar nicht. Ist egal. Kannst ja noch eine Kamera einfügen. Ah, ich tue noch, komm mal, ich mache noch ein Bild von mir rein, wie ich nach links sitze. Halt. Genau. Okay, also, das war's. Carsten, es war ein schönes Jahr. Schönen Gruß an Felix. Schönen Gruß von meinem Team, was hinter mir jetzt noch steht. Der kann ja heute leider nicht bei uns sein. Ja, der kann heute leider nicht bei uns sein. Ich glaube, der ist eh abwesend geplant, ne? Ja, der ist eh nicht. Keine Ahnung. Steht ja D in der Spalte. Ja, da stand das ganze Jahr über D mal drin. Habt ihr noch Abwesenheitstabelle? Bestimmt nicht mehr, oder? Nee, die haben abgeschafft. Oh, abgeschafft. Na gut, das war's also und wir sehen uns. Also mich seht ihr hier noch weiterhin. Und zwar in einer Stunde geht's weiter mit Transportfieber. Und weil bei mir kommt es 16 Uhr raus. Kommt bei euch schon was? Morgen? Also heute? Was? Nee, wir haben heute nur den Teaser. Achso. Es geht erst eigentlich ab Dienstag los. So. Und dann könnt ihr heute noch den Teaser angucken. Kam der 16 Uhr schon raus? 17 Uhr kommt er raus. Ja, genau. Guckt ihr in einer Stunde bei mir Transportfieber und den Teaser auf Castlix. Alles klar. Bis zum nächsten Mal und tschüssi. Tschüss.